Hier ist sie, glänzend und neu, die Sendung mit der Kunst. Das internationale Künstlerhaus Villa Concordia präsentiert Ihnen Einblicke, Ausblicke und Socken. Auch den Maler Heikki Marila haben Wende Varger für uns in Finnland besucht und ihn nach Visilahti begleitet, wo er im Sommer eine eindrucksvolle Ausstellung zeigen konnte. Seine zum Teil riesigen Arbeiten malt er oft ganz ohne Pinselstrich. Seine Hände bringen die Farbe direkt auf die Leinwände. So interpretiert er barocke Fülle alter Gemälde neu, betont die Materialität der Farbe und seine Ausführungen lassen schon eine Vorahnung auf seine Zeit in Bamberg zu. In der Kunstsendung spricht Heikki Marila direkt in den Räumen seiner Ausstellung zu uns über verschiedene Serien in seinem Werk. Die Tradition des niederländischen Blumenbildes und die klassisch-europäische Kreuzigungsdarstellung beschäftigen ihn. Was soll ich sagen? Ich hatte mir nach dem Kameraunglück in Folge 9 durchaus mehr erwartet von Professor Schein und Famulus Fleiß. Aber die Socken, saumselig, fast wie erwartet, aber recht charmant dabei. Ins Kompositionsstudio der Komponistin Helga Pogacar hineinlugen, das können wir beim Ding Dong in Starnberg. Die ehemalige Stipendiatin hat alle Bühnenprozesse im Blick, denn so mag sie es am liebsten. Die verschiedenen Künste verbinden und ein neues schaffen. Ein Porträt, bei dem man viel lauschen kann. Wir wünschen Ihnen viele Neuentdeckungen bei dieser Folge der Sendung mit der Kunst. Vesilahdella on kahdenlaisia ihmisiä. Täällä on niitä, jotka on ajanut peurakollarin, ja sitten täällä on niitä, jotka ei ole vielä ajanut. Mä oon niitä, jotka ei ole vielä ajanut. Toisaalta mä en ole vesilahtelainen. Vielä. Ehdottomasti. Definitely. Mä en ole mikään valtava luontoihminen, että mä lähtisin niin kuin sillä tavalla luontoon viettämään aikaa, mutta se tila, joka on mun ympärillä, niin se kyllä niin kuin vapauttaa mua myöskin ajattelemaan ja olemaan ihan toisella tavalla kuin se kaupungin ruuhkainen ja ehkä vähän hektinen ilmapiiri. Ja jotenkin niin kuin huomaa sen, että mikä se on se semmonen niin kuin, olisiko se sitten henkinen koti tai joku sellainen koti, jossa se kroppa tuntee olevansa kotona. Sehän on kaunis hetki, semmoisen huomaaminen. Siellä meitä odottaa todella kaunis ruska. Ja mistä sen tiedän? Siitä, että Liisa Lagerstam, kartanon omistaja, lähetti minulle juuri tekstiviestin. Näiden etsiskelyjen kautta, että niin kuin ensiksi siveltimet vaihtuu erilaisiin lastoihin ja muihin vaikka niin kuin kotitalous tämmöisiin nuolioihin, silikoonilastoihin. Siinä ei ole enää välissä mitään minun ja sen
sen maalin välissä, että se menee niin kuin käsistä suoraan sitten sinne kankaalle. Kirkosta sen, että kirkko on yksi ehkä niin kuin mun ajatuksissani sellainen tärkeä tekijä, joka on vienyt maalaustaidetta, nimenomaan mahdollistanut sen kehittymisen sellaiseksi niin kuin teknisesti ja materiaalisesti kuin se tänä päivänä on. Mä en tiedä, onko Jumalaa olemassa vai eikö ole. Sitähän ei voi varmalla sanoa. Kai kukaan. On kyse niin kuin uskosta, mutta mulle kirkko on tärkeä tekijä ja toimija maailmassa ja se vaikuttaa niin kuin monessa asiassa sekä mun elämässä että niin kuin maailmassa. Mistä se on ihana esine. Se on kitschiä, sillä veistoksella on ollut ihmisille ja varmaan on edelleen tärkeä merkitys. Ja mun täytyy kunnioittaa sitä merkitystä. En voi sitä niin kuin ohittaa. Me voidaan puhua tässä kirkosta puhumatta Jumalasta, koska mun pointtini on ollut koko ajan puuttua kirkkoon jotenkin vallankäyttäjänä ja tarttua niin kuin niihin ilmiöihin, joilla se toimii. Siellä oli armeijaa ja siellä oli hallituksia ja siellä oli yliopistoja ja sitten siellä oli myöskin kirkko yhtenä vallankäyttäjänä. Ja sieltä kumpuaa sitten nämä maalaukset tavallaan sieltä kirkon sisältä sitten löydettävät maalaukset. Mä olen tuonut sitten uusin attribuuteen tähän päivään. Mulle niin kuin provokaatio on se, ollut aina se syy maalaamiseen sellainen niin kuin tyrkkiminen ja töniminen, jossa tuodaan asioita historiasta tähän päivään ja osoitetaan, että tässä ei nyt olla kuitenkaan niin kuin kovin kauaksi vielä edetty. Että se on jotain sellaista, jonka parissa mä tuun Bambergissa maalaamaan. Tuossa tapahtui semmosia tekemiseen liittyviä muutoksia mun työskentelyssä, joka tuntui hedelmälliseltä. Ja mä luulen, että mä jatkan sen parissa tosiaan Saksassa. Se nyt tietysti näkyy sitten viime kädessä vasta sitten, kun mä oon siellä. Mä tuun lokakuun 4. päivä Bambergiin ja lähden seuraavan vuoden maaliskuun puolesvälissä pois. 5,5 kuukautta ja mulla on tarkoitus maalata siellä pari näyttelyä. Toinen maaliskuussa Hollantiin ja toinen kesäksi Suomeen. Mä oon tilannut sinne jo pohjat. Materiaalit on lähtenyt täältä jo, en tiedä onko perillä, mutta kyllä siinä puuha piisaa.
Joo. So, tässä on mun näyttelyni tavallaan ensimmäinen osa. Sisääntuloaula, johon laitettiin muutama noita uudempia kukka-asetelmia hollantilaisista. Ne on isommasta sarjasta, siis näitä oli enemmän näitä krusifiksejä, ja niitä oli niin kuin, niin niillä on semmoinen yhteys, että se sarja oli varmaan aikanaan 10 krusifiksiä. Ja nämä nyt on vaan valittu tänne sitten mukaan. Näissä on, ja sieltä löytyy pääkallot ja sääriluut ja tuolla on jo ylähenki, Holy Spirit. Ja että silleen nämä nyt ei liity varsinaisesti. Keskinäinen suhde näillä tässä nyt on tämmöinen pohjois-eurooppalainen tulkinta ristiinnaulitsemisesta. Tämä on varmaan saksalaisille tutumpaa kuvastoa. Tämä ei ole siis Jeesus, vaan tässä on yksi ryöväreistä. Ja sitten tuossa on itse asiassa ensimmäinen variaatio Lutherista. No nämä on sitten tässä salissa, niin pohjautuu niihin jo varhaisempiin kukkamaalauksiin. Siinä on Rakel Ruissin maalaus edelleen niin kuin taustalla. Ja joskin vain yksityiskohta siitä. Ja sitten se on vielä tämmöisen niin kuin mahdollisimman röyhkeeseen tulkintaan siitä tunnettu täyteen sitä semmoista barokin ylitsepursuavuutta niin, että tavallaan toi on vähän niin kuin sylkee päälle tuolta kaikkea sitä materiaalia, mitä siellä on. Rumman ja kauniin tämmöinen kinkkinen niin kuin ristiriita on se semmoinen asia, joka mua todella niin kuin vie eteenpäin tekemisessä ja siinä ilmaisun etsimisessä. Ja niiden niin kuin materiaalisten keinojen etsimisessä, että mikä on niin kuin ällöttävää tai mikä voi sitten kuitenkin lähempää tarkasteltuna niin vaikuttaakin jotenkin niin kuin kauhean kauniilta ja herkulliselta. Tämä on viimeinen huone tässä rakennuksessa, missä mun teoksia on esillä. Täällä on tämmöinen barokki maalausten kimara, jossa, jotka pohjautuu sellaiseen matkaan Saksan, Etelä-Saksaan ja Bodenseen alueella, jossa mä kävin tutustumassa alueen kirkkoihin ja niihin barokkimaalauksiin, joita siellä on. Toi pyöreä muoto noihin näihin barokkisarjan maalauksiin tulee niistä kattokupoleista, joita tuli bongailtua. Ja yksi päivä vielä niin kun joku sopiva näyttelytila, niin mä kyllä haluan ripustaa kattoon tuommoisen pyöreän taivaan. Mä halusin näihin mahdollisimman paljon näiden duunien ympärille valoa. Ja tässä huoneessa, jossa ikkunat on molemmissa reunoissa, niin tämä on silleen poikkeuksellinen tilaisuus. Ne on vielä ikkunoita, jotka on niin kuin lattiasta kattoon, että sieltä tulee niin kuin paljon valoa. Tässä on korkeutta. Tässä on tämä ihan toisenlainen tila kuin galleriassa, jossa valo tulee yleensä niin kuin lampusta ylhäältä. Ja täällä tilassa sä pystyt niin kuin oikein kunnolla näkemään sen maalauksen struktuurin, kun menee katsomaan täältä vastavalosta.
Früher habe ich mich immer noch als Komponistin natürlich bezeichnet und Musikerin, aber mittlerweile würde ich sagen, da fällt es schwer, den richtigen Begriff zu finden. Weil vielleicht bin ich schon noch Komponistin, aber Komponistin mit alles mit reindenken, Text, Bild, also alle Ebenen, Performance, alles mit reingedacht. Das ist ja eigentlich dann genauso noch Komponieren, oder? Mich schert das auch gar nichts, wenn ich dann als Komponistin nur mit Geräuschen arbeite oder gar nicht mit Musik. Ja. Ich muss dann nicht mehr als Komponistin repräsentiert werden oder so. Ist mir völlig egal. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe dann meinen Beethoven, meinen Chopin gespielt und habe mir gedacht, nee, also diese Stelle gefällt mir nicht. Da habe ich sie einfach abgeändert. Da war der Beginn des Komponierens. Es ist natürlich eine Unverschämtheit, was ich gemacht habe. Ich habe das auch nicht Komponieren natürlich genannt, sondern ich habe mir gedacht, das gefällt mir da nicht, das mache ich jetzt anders. Also so ganz dreist und naiv einfach. Und habe aber wahnsinnig viel Kontakte immer zu Schriftstellern, bildenden Künstlern gehabt und habe dann da schon gemerkt, also, dass ich das so gar nicht, da ging es schon einfach los, dass ich das nicht so auseinanderhalten konnte. Ja. Das ist einfach, ja, Kunst ist Kunst, ob jetzt da mal Musik oder Text oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Und ja, und dann auch natürlich ziemlich schnell mit bildenden Künstlern zusammengearbeitet. Da fängt man dann erstmal noch so konservativ an. Ne? Also ich mache Musik und der andere macht das und habe aber das dann schon sehr schnell festgestellt, dass es das nicht ist. Weil dann läuft so, wie an den meisten Opernhäusern, es wird ein Libretto geschrieben. Auf das Libretto schnappt sich der Komponist und schreibt Musik dazu. Und dann kommt der Regisseur und schaut sich das an und inszeniert dann was drauf. Also so, ich kann so nicht denken. Also ich komme dann immer wieder an den Häusern, wenn ein Auftrag von einem klassischen Haus ist, merke ich, dass ich in Schwierigkeiten komme, weil ich nicht komponieren kann, ohne das Bühnengeschehen im Kopf zu haben. Also ich kann das nicht mehr, das isoliert zu betrachten. Das muss man aber manchmal einfach, da will ein Opernhaus einfach nur sagt, ja, sie wollen Musik haben. Und dann kann ich die Musik nicht denken, ohne die Regie im Kopf zu haben. Es gab zwar ein bisschen Gegenwind damals für mich, weil was neu war bei den Komponisten, dass man mit dem Computer arbeitet. Also da haben sie dann noch immer gesagt, ja, was machst denn du mit dieser kalten Maschine? Damit kann man doch keine Musik machen. Das stimmt ja auch, aber inzwischen habe ich sogar zum Prinzip erhoben. Also das ist ja, also die Interaktion mit etwas medial Vorgefertigtem ist unser Alltag ja auch. Ne? Also das ist ja total wichtig. Aber das war damals noch, da bin ich ein bisschen angefeindet worden noch. Ja, nee, der Atari halt damals noch. Einer der ersten, die es so gab. Und dann habe ich mir noch eine Bandmaschine gekauft und die hat vor sich hingequietscht. Und es hat das Arbeiten natürlich total verändert, weil wenn ich mir noch überlege, wie ich da beim Archai, um Speicher zu sparen, habe ich die Samples vorne so haarscharf angeschnitten und hinten so haarscharf abgeschnitten, damit ich Platz spare. Und heute ist mir das, was muss ich denn schneiden? Wenn du vorwärts willst, wenn du vorwärts willst, wenn du vorwärts willst, dieser starke Glaube dich trage. Für dieser starke Glaube dich trage. Da gibt es dann jetzt so die Hardcore-Hörer, die finden dann, ah, das hört man aber doch, mir ist das echt egal. Also weil ich da nicht so ein Soundfreak bin, sondern das ist für mich immer alles Mittel zum Zweck.
Ja, also Musik ist jetzt für mich auch keine höhere Wahrheit oder irgendwas, sondern ich brauche Musik, weil ich mit Musik spezielle Assoziationen erzeugen kann, genauso wie ich Bilder oder Text brauche. Also es ist eigentlich eher ein ganz pragmatischer Umgang. Da war ich auf den Malediven und habe war in so einem Riesenhochhaus und man schaut da raus und dann habe ich mir gedacht, finde ich total, also ich war total ergriffen. Also ich weiß nicht, ob sich das für jemand anderen irgendwie rüber transportiert, aber ich fand die Ausstrahlung von dem irre und dann habe ich einfach mein Handy genommen, mit dem Pflaster an die Scheibe gebappt und habe 3 Stunden oder was weiß ich gefilmt. Und was lustig ist, ist, man sieht es dann bei der Aufnahme, das rutscht so langsam runter. Und das ist halt eigentlich wahrscheinlich die neueste, provokativste Arbeit dann in die Richtung, weil ich bin mir sicher, 90% der Menschen sitzen davor und so, was soll ich damit, ja, kann ich nichts anfangen, ja. Jetzt kommt, ich finde, das ist so, da habe ich an Strauss gedacht, das ist ganz naturhafte Musik. Symphonie, oder? Finde ich. Ja. Also es tut sich so ein widersprüchliches Feld auf, aber trotzdem kann man Querverbindungen finden. Und das wiederum ist das, was ich wichtig finde, das muss der Rezipient machen. Der muss dann Verbindungen, der muss dann Kabel stecken hin und her und vielleicht bringt er das mit dem zusammen. Der Rezipient muss finden und sich fragen, wo er seine Verbindungen findet. Ich habe viele Kinderprojekte gemacht und ich habe auch damals in Bamberg an Maus und Monster gearbeitet. Da ist dann später noch eine CD draus, habe ich noch gemacht, aber geschrieben und gearbeitet habe ich in dem Jahr in Bamberg an dieser Kinderoper, also eine Oper mit einer Sängerin halt, ne? Also jetzt auch schon wieder nicht die konservative oder die normale Form der Oper, ne? Also eine Ein-Frau-Oper und ich glaube 7 Instrumentalisten, habe ich schon wieder vergessen. Das war eigentlich die ganze Zeit in Bamberg. Ja. Huch! Hilfe! Hilfe, Horror, ist so groß, ist so groß. Und ich. So klein. Ich mache viel Aufnahmen mit Instrumentalisten und arbeite immer wieder mit ähnlichen Bausteinen und verwurste die wieder, also kombiniere sie neu, mache auch da gefügeartig. Also eigentlich ist bei mir wirklich das Thema das Gefüge einfach, dass ich neu schichte und Schichten wieder freilege, Schichten wieder dazunehme und so. Also ja, genau.
Gefüge oder was kann man noch sagen, was so ein modernes Bild ist, das Pilzgeflecht. Also glaube ich insgesamt mein Denken auch so von in der Zusammenarbeit mit Menschen, ne? Dass man ein Netzwerk von netzwerkartiges Denken, netzwerkartiges Handeln, netzwerkartiges Komponieren. Deswegen eben alle Medien zusammen. Es ist ein Gefüge, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Kunst muss immer die Zwischenräume lassen, die Lücken muss da sein und Kunst wird erst dann interessant, wenn sie in den Köpfen des einzelnen Menschen jeweils auch unterschiedlich funktioniert. Auf Wiedersehen, Helga Pogacar. Wir danken Ihnen und Heikki Marjola für Ihre Zeit und freuen uns, immer wieder Neues von Ihnen zu erfahren. Die tollen Finnland-Aufnahmen kommen übrigens nicht von ungefähr. Wir sagen Danke an den Verein der Freunde des Künstlerhauses für die Ermöglichung der Drehs im Ausland. Sie erinnern sich an das Kamera-Dilemma in Folge 9? Fleiß und Schein, wie steht es denn da? Konnten Sie da eine Alternative auftun? Fleiß, nehmen wir diese Kamera? Nee, nicht die. Die hier? Nee, die auch nicht. Diese Kamera, Fleiß? Das ist ein Foto. Mist, da hab ich gerade die Augen zugehabt. Ein Schuh! Oh, falsch. Ist das die richtige Kamera? Hey, da ist ja meine alte Spielkonsole. Die habe ich schon überall gesucht. Fleiß, jetzt hören Sie mal. Wenn Sie nicht kooperativ sind, können wir heute eben kein Video für Frau Gummringer aufnehmen.